Hallo, herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ihr seht, die Hortensien im Herbst, die lassen einen nicht los. Und wenn man die für Herbststräußchen schneidet, dann sind die meistens leider relativ kurz. Und deswegen kam mir die Idee, euch heute zu meinem Hortensienbusch mitzunehmen. Und man schneidet ja, also ganz wichtig ist, wenn man die Hortensien schneidet, so ganz wichtig ist, wenn man die Hortensien schneidet, Moment, das zeige ich mal, hier ist die Blüte, die ist jetzt ja wunderschön, die kann man auch drahten. Und ganz wichtig ist, hier diese Knospe, da wo mein Finger so tippt, diese Knospen, das sind tatsächlich die Blüten fürs nächste Jahr. Und es ist immer gut, wenn man, hier sieht man es auch sehr schön, ja, hier ist die Blüte und hier sind diese kleinen Knöspchen. Das heißt, wenn ich schneide, dann schneide ich immer kurz, also über dieser Knospe. Das heißt, ich habe natürlich nur so ein kurzes Stück, mit dem ich was machen kann für die Sträuße. Und was man da Tolles machen kann und dass da eigentlich immer noch mal ein richtig hübsches Sträußchen entsteht, weil die halten ja auch ohne Wasserversorgung, das zeige ich euch gleich im Laden, weil ich war nämlich gerade schon emsig und guck mal, diese Blütenpracht, ein Wahnsinn. Aber kommt mal mit, wir gehen jetzt wieder mal in den Laden. So, hallo Lieben, also wir sind jetzt wieder zurück im Laden. Ich habe jetzt mal meine Hortensien alle in diese, ja, hier in diese Kiste, in diese Box reingemacht. Ich sprühe die auch manchmal dezent mit etwas Verdunstungsschutz ein, aber die sind in der Tat, hört ihr das? Die rascheln so richtig, ja, und die sind auch noch nicht braun, die sind nicht faul. Und das Schöne ist eigentlich auch, man kann mit den Hortensien, die haben natürlich jetzt ein braunes Blättchen unten mal dran, aber sie sind wirklich wunderschön farbig und man kann die jetzt nicht nur für Kränze verwenden. Kränze haben wir jetzt ja richtig schöne gemacht und ihr seht auch, wie schön die Farbschattierungen sind. Hier ist es dann in Grün, in Rosé, sondern diese Hortensien, mit denen kann man jetzt eigentlich auch ganz toll eine Basis für einen Adventskranz machen. Ich blende euch mal ein Video ein, wo ich die für den Adventskranz verarbeitet habe. Und das war ein richtiger Traum, ja, weil da haben wir wirklich nur einen schönen, mit tollen Farben Hortensienkranz, die auch, also so wie jetzt, ganz toll eingetrocknet sind. Und dann hatten wir Viola-Kerzen und haben einfach Viola, ein paar Weihnachtskugeln in Viola. Oder was natürlich auch ginge, wenn man die noch schön knackig ist, ein bisschen Erika. Und dann kann man eigentlich auch fast Herbst und Weihnachten kombinieren. Das ist jetzt schon mal das erste, so eine kleine Vorschau, was so mit Adventskranz kommen könnte, weil ich glaube, ich werde die tatsächlich auch weihnachtlich bestimmt noch verarbeiten. Aber heute habe ich was anderes vor. Wir haben jetzt so schöne Herbstkränze gemacht und mein Plan ist jetzt, ich möchte gerne mit wenig Blüte, das ist jetzt eine Blüte, so ein bisschen fast wie, sprechen Sie in dieses Mikrofon? Nein, das ist ein Nadelkissen. Das ist eine Kapflora und eine Proteinart und die hält sehr, sehr schön. Und mein Plan ist heute, ich möchte gerne mit dieser Kapflora und mit wenig Grün eigentlich, ja, hier habe ich einen sehr schönen haltbaren Efeu, der ist wunderschön ausgereift, mit wenig Grün und auch mit sehr schönen Früchten ein Sträußchen machen. Und mein Plan ist, ich möchte gerne die Hortensien oder möchte gerne einige Herbstfrüchte oder Beeren nutzen. Das Problem an den herbstlichen Sachen ist natürlich oft, die sind jetzt nicht so lang, wie ich die immer im Strauß bräuchte. Ja, also das heißt, ich muss mir natürlich irgendwie ein bisschen anders behelfen. Und ich möchte ja auch viele Sachen in den Strauß reinbringen. Das heißt, ich muss einfach meine Zutaten verlängern. Das heißt, ich brauche jetzt wieder mal Draht. Und was ich mache ist, mit den Hortensien, ich drahte die Hortensien. Das heißt, ich kann hier einfach durch so eine Verzweigung auch durchgehen
Und was ich mit dem Draht mache ist, Moment, das muss ich auch zeigen, ich klappe den hier einmal nach oben, nehme die andere Seite, wickel den fest und dann habe ich die Hortensie, so muss ich jetzt mal in der Kamera zeigen, dass man es sieht, und dann habe ich die Hortensie ganz einfach angedrahtet. Das heißt, da die eh ohne Wasser so gut hält und wenn ich die jetzt an dem Draht habe, kann ich die natürlich super schön auch in Sträußchen reinmachen. Und eine ist ja keine. Das heißt, damit ich das in so einem kleinen Sträußchen schön verteilen kann, suche ich mir jetzt einfach drei Hortensien. Der Rest kommt in meine Kiste zurück. Ich liebe diese Kiste. Sie ist herrlich. Es ist so ein tolles Arbeitsmaterial. Und ich poste auch sehr, sehr oft. Ich poste sehr, sehr oft auch meine schönen Arbeiten. Und die Leute, die sehen das auf Instagram oder im WhatsApp-Status. Und das ist herrlich, wenn die dann sagen, ach Margit, das hätte ich gern, da freue ich mich immer total. So, das mache ich jetzt mit drei Blüten. Ich kann es jetzt noch mal langsam machen. Das Ganze mit dem Draht. Ich mache also alle Blätter ab von der Hortensie. Gehe, Moment, es ist natürlich von der Natur doch was Dunkles dran. So, gehe einfach mit dem Draht durch diese Verästelung von der Hortensie durch, leg den Draht. Sieht man das? Ja, ich glaube, das sieht man. Leg den Draht hier parallel zum Stiel und wickel mit der anderen Seite den Draht fest. So, und auf die Art und Weise habe ich jetzt drei Hortensien angedrahtet. Das heißt, ich kann die jetzt wie eine Blume in den Strauß binden. Und weil das ja sonst ein bisschen, ja, weil mir das zu wenig schöne Blüten ist, habe ich auch noch eine andere Idee gehabt. Ich habe hier so eine wunderschöne Erika, die ich auch sehr gerne für dieses schöne Sträußchen für das Video opfere. Und da mache ich jetzt was Ähnliches. Ich schneide einfach ein bisschen Erika ab, habe hier so ein kleines Büschel, lege wieder den Draht, also ich nehme die Spitze vom Draht, die ist nach unten, lege diese parallel an und so und wickle dann einfach den Draht fest und habe auch damit wieder, die hat jetzt durch diese Puschel hier sieht man das nicht so, aber ich habe jetzt auch wieder meine Erika angedrahtet und kann die im Strauß wie eine Blüte verwenden. Toll ist natürlich immer, ich versuche eigentlich sehr oft drei Elemente zu nehmen, bei ganz vielen Sachen, weil drei lässt sich im Strauß sehr schön anordnen, so 1, 2, 3 rundum. Zwei empfinde ich immer so ein bisschen wie so ein paar Augen. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön. Drei sind immer toll. Und ich drahte jetzt erstmal meine Materialien. Also, zurück bin ich, musste gerade noch mal kurz ans Telefon gehen, hat einen Kunde angerufen aus den USA, hat die Mama Geburtstag und der wollte gerne ein Sträußchen. So, und jetzt gehe ich einmal her, also ich bin auch gefragt worden übrigens im Video, wie ich die Blumen halte beim Straußbinden. Also ich lege natürlich immer in eine Richtung an, immer als Rechtshänder tatsächlich die Blume hier, der Kopf zu mir und der Stiel weg und dann drehe ich den Strauß. Also ich habe natürlich versucht, in meinem Strauß Blumenbinden für Strauß, Entschuldigung, in meinem Video Straußbinden für Einsteiger, habe ich versucht, das möglichst genau zu erklären, wie man das hält. Aber ich glaube, ja, Straußbinden ist natürlich jetzt nicht so einfach. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch mal gut, das mit jemandem, der das kann, einfach mal gemeinsam zu machen, wenn man sagt, das ist so schwierig, das zu halten. Vielleicht ist das auch eine ganz gute Idee, um diese Haltung, diese Handhaltung. Und das ist vielleicht auch ein Thema, wo Online-Erklärung dann doch mal auch mal an ihre Grenzen stoßen kann. Weil, wie gesagt, also dieses Blumenstrauß binden für Einsteiger, da blende ich nochmal den Link ein.
Und wenn es dann Probleme gibt, dann muss man vielleicht doch mal mit jemandem zusammen üben. Ja, also jetzt habe ich hier mein Nadelkissen mittig. Ich füge die Hortensie, die ja hier am Draht ist, füge die ein. Und jetzt ist so ein kleines Thema, die könnt ihr ja jetzt ruckzuck wieder rausrutschen. Ja? Und dann nehme ich den Draht und wickel den um einen Stiel von dem Efeu, wickel den Draht einfach rum. Ja, hier sieht man, ich habe den jetzt. Und damit ist die Hortensie auch fixiert und kann nicht mehr rausrutschen aus dem Sträußchen. Ja, dann drehe ich mein Sträußchen. Das ist natürlich auch, wenn man so einen Strauß jetzt macht, dann ist der jetzt noch nicht so fest, wie wenn ich den mit Umrandung und wenn ich alle Zutaten drin habe, dann wird der gewinnt natürlich an Festigkeit. Und am Anfang ist der in der Tat einfach noch ein bisschen wackeliger. Und wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, dann denkt man vielleicht so, ja, das ist jetzt, aber dann kommt einem das komisch vor. Das sind natürlich auch Erfahrungswerte und auch hier gilt wahrscheinlich wie für viele andere Dinge, üben, üben, üben. Einfach, dass man das so rausbekommt, wie sich das anfühlt, das Ganze. Ich versuche natürlich trotzdem, das zu vermitteln, aber letztendlich ist es dann doch wirklich Übungssache und muss man ausprobieren. Ich füge hier nebenbei meine Hortensien ein, auch die Erika, meine Erika-Büschelchen, die ich, und man sieht auch, ich habe die Hortensie jetzt wirklich ringsum, ja, dreimal die Erika, auch dazwischen, dass genau das ist auch schön regelmäßig angeordnet ist. Und dann gibt es auch eine gewisse Symmetrie im Strauß, weil was natürlich immer schön ist, man sieht bei mir, der eiert auch auseinander, wenn ich den loslasse. Ja. Das kommt aber dann tatsächlich mit dem Randgrün noch, die Festigkeit. Und so, ich versuche dann auch eine gewisse Symmetrie und was ich dazu sagen wollte, was natürlich immer sehr, sehr schön ist, ist, wenn ein Strauß eine schöne Mitte hat. Und meine schöne Mitte, das ist jetzt meine Königin, ist jetzt das Nadelkissen. Und ich habe jetzt auch noch keine Blätter ringsum gemacht. So, und was natürlich auch zum Herbst wunderschön passt und was wirklich traumhaft ist, ist hier das Silberblatt. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Grün. Und es bringt auch so ein bisschen Abwechslung, ist schön hell. Und da hatte ich jetzt gerade noch drei Stiele, das ist super. Die habe ich jetzt doch mal schnell fürs Video verwendet, bevor die in einen anderen Strauß reinkommen und sich hier irgendjemand deren habhaft machen könnte. Ja, es haben auch einige von euch die Tage Kränze bestellt. Und vielen Dank für eure lieben Rückmeldungen, für die Freude. Ist toll. Ich habe mich auch gefreut, dass ich euch so viel Freude bereiten konnte. Wir haben Hortensienkränze, wir haben einen Kranz mit Kastanien. Also wir haben auch einen in Gelb, mit Gelb und ganz schönen Farbtönen, auch mit einem Kürbis drin. Also wir haben wirklich schöne Kränze verschickt. Und das war mir ein Vergnügen und ich danke euch für diese tollen Rückmeldungen, die ihr mir gegeben habt. So, ich muss auch ein bisschen zuppeln. Ich habe relativ große Efeublätter. Ich zuppel jetzt mal und wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal die Umrandung und dann ist das Thema Festigkeit in meinem Strauß relativ schnell. Ich nehme auch für Blätter, egal welche Blätter, also wenn die ein bisschen dreckig sind, hier sieht man das Kirschlorbeer, der sieht sehr, sehr knackig und sehr schön aus. Und wenn die Blätter so ein bisschen staubig sind, sieht man das in der Kamera, dann nehme ich einfach einen Tick Blattglanz. Den kann man immer super verwenden und dann sieht der Strauß natürlich gleich ganz anders aus. Dann ist das eine schicke Geschichte. Und dann könnt ihr auch einfach in den Garten gehen, euren Kirschlorbeer nehmen und mit dem Kirschlorbeer stützen. Und jetzt, eigentlich erst jetzt, kommt das Thema Festigkeit im Strauß. Und das, was ich jetzt hier mache, das macht ihr bitte einfach vorher, dass ihr den Kirschlorbeer so vorbereitet, dass ihr die Blätter, die ihr nicht dran haben wollt zum Strauß binden, die macht ihr, bevor ihr euch dran macht, einen Strauß zu binden. Die macht ihr bitte vorher ab, weil das ist... Bedarf so ein bisschen Fingerfertigkeit, die abzumachen. Und ja, das kann man ja auch vorher in Ruhe machen. So, immer ein Sprüher Blattglanz. Und auch bei der Aralie ist es in der Tat am schönsten, wenn ich drei Aralienblätter habe. Ja, drei. Und dann kann ich das auch wunderschön abdecken. Das ist natürlich auch immer ein kleiner Luxus.
So, dann kann ich das wunderschön abdecken. Und jetzt nehme ich hier noch das letzte Aralienblatt. Ich sprühe immer so die über die Spitzen. Und dadurch, dass ich mit dem Kirschlorbeer von unten stütze, kommt der Strauß, wird der fester. Ja, dadurch kommt er fester zusammen. So, jetzt habe ich den Strauß also auch sehr schön abgestützt. Sieht man auch von unten. Das ist jetzt also perfekt. Und da wird auch keine Aralie mehr nach unten schlappen, weil das alles schön gestützt ist. Und ich glaube, es ist jetzt ganz, ganz toll. Ich hätte jetzt allerdings auch noch gern ein bisschen Farbe. Ja, so Herbst. Ich hätte ihn gern haltbar gemacht, herbstlich. Und ein bisschen Farbe bekomme ich natürlich. Hier, ich habe eine ganze Kiste Farbe. Ein bisschen Farbe bekomme ich damit rein. Ein bisschen Farbe bekomme ich mit dem Paprika rein. Also ich kann da jetzt richtig was richtig toll Leuchtendes machen. Und das ist auch mein Anzünden. Was Leuchtendes, haltbares, herbstliches, wo der Empfänger richtig lang Freude hat und auch sagt, wow, der Strauß hält aber wirklich toll. Und jetzt muss ich aber erstmal die leuchtenden Sachen, die klebe ich rein. Und damit ich das reinkleben kann, muss ich den Strauß erstmal binden, muss ihn abschneiden. Ich suche mir jetzt ein Gefäß. So, unabhängig vom Thema Wasserversorgung, suche ich mir jetzt ein Gefäß, einen Eimer, eine Vase, also irgendwas, damit ich diesen Strauß in das Gefäß stellen kann. Weil wenn ich jetzt dann klebe, dann muss der vor mir richtig gut stehen und ich muss den sehen. Und vor allem das Problem ist, wenn ich so in der Hand kleben möchte, sprich mit einer Hand Strauß halten, mit einer Hand kleben, dann ist das immer, dann habe ich mir schon fürchterlich die Finger verbrannt. Und habe mich auch total geärgert und habe danach gedacht, Margit, wieso machst du das überhaupt, dass du klebst so in der Hand? Das ist totaler Quatsch, weil ich weiß es eh, es ist echt gefährlich für die Finger. Und ich mache das nicht mehr. Aber aus Schaden wird man klug. Also ich habe mir schon fürchterlich die Finger verbrannt. Und so steht er vor mir. Ich kann in Ruhe in eine Hand das Material, das ich kleben will, nehmen und in die andere und kann. Ja, kann im Strauß dann auch mal mir so meine Lücke schaffen, wo ich dann diese Früchte reinklebe. Also man lernt auch dazu. Ne? Aber da wollte ich mich vor dem Kunden beeilen und danach ja, hatte ich richtige Brandflecken auf den Händen. Aber was passiert? Ja, jetzt habe ich diese schönen Physalis. Die sind auch sehr hübsch. Ich habe auch bei jemandem mal gesehen, der hat diese Physalis auch geteilt. Ich persönlich finde es nicht so schön. Ich nehme lieber die ganzen Früchte und ich mag die eigentlich nicht kaputt machen. Ich finde, es sah ein bisschen zerflettert aus. Und des Weiteren ist natürlich super schön diese Paprika. Und da habe ich also hier diese hübschen Bündel. Und die, ich lasse auch Strunke, weil ich muss also hier diese Stücke so... Weil ich muss ja irgendwo auch einen Anker finden für mein Kleben. Ja. Und deswegen lasse ich auch extra die Stiele ein Stück dran. Und wenn ich den Heißkleber nicht auf die Paprika mache, dann hält das Ganze natürlich auch länger. Das ist ja auch nochmal ein Riesenvorteil. Ist doch ein richtig süßer, fruchtiger, knuffiger Herbststrauß geworden. Und also meine Kollegin nimmt immer gern auch noch Moospolster, die sie reinmacht. Aber ich finde, das ist jetzt doch schon so eine Variante. Da kann man, also da hat man jetzt eigentlich einen richtig tollen Strauß, obwohl eigentlich wirklich nur an Frischblume das Nadelkissen ist. Und die anderen Sachen, die sind jetzt nur gedrahtet. Und ich habe einfach ein schönes Grün dazu gemacht. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback, wie ihr meinen Strauß findet. Man könnte auch noch Nelken reinnehmen. Nelken in Aprikot, Orange. Die würden auch super lang halten. Ich gucke mal, ob ich auf dem Großmarkt morgen noch Nelken bekomme. Ich habe jetzt keine mehr da. Aber das wäre zum Beispiel noch was, wo man sagt, boah, das würde echt lang halten. Und in Aprikot würde das nochmal so einen schönen, hellen Farbklecks reinbringen. Aber trotzdem ist es jetzt eine schöne Herbstharmonie. Ihr Lieben,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder einen schönen Input geben. Und ja, mit den Materialien. Ihr wisst ja auch, ihr bekommt Heißkleber, Heißklebestifte. Ihr bekommt die Gartenschere, die Messer zum Anschneiden. Ihr bekommt das alles bei Floristik24 und ihr bekommt es mit 10% Fanrabatt. Die Stiele sind zu hart, die kriege ich mit dem Messer gar nicht ordentlich angeschnitten. Ihr bekommt es mit 10% Fanrabatt bei Floristik24. Ich blende euch ja so Sachen immer wieder mal ein. Und bitte gebt den Rabattcode unter dem Warenkorb ein. Und dann, wenn ihr das dann eingebt, dann werden sofort die 10% abgezogen. Und das ist doch eine tolle Sache. Und ich finde auch die Preise mega, mega fair von Floristik24. Und deswegen empfehle ich die auch gern immer wieder. Also, alles Liebe, alles Gute und bleibt, ja, gestaltet blumig weiter euer Leben und habt Spaß dabei. Eure Margit. Tschüss.